was bisher geschah. Ich war echt nervös, was wir hier so bekommen. Und ich dachte, ja geil, jetzt geht's gleich richtig los. Und dann sah ich das ja. Green gegen Bramble, er flankt den Ball rein. Payton! Kleine Finte, Flanke hinein. Pinot ist da und er hält doch Pinot. Er setzt einfach nach und macht das 5. Phil ist hier mit dem Dummy und jetzt ist der Ball endlich drin. Der Fair, die Rache, der Anlauf, der Schuss. Der Jubel, der Ball ist drin. 2:0. Auf jeden Fall haben wir mehr als verdient gewonnen und haben in dieser Saison 2 Siege geschafft. Unglaublich. Und hier seht ihr auch schon direkt unseren ersten Einkauf für diese Episode. Erik Lamela. Heißt der Erik? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall heißt er Lamela und ist richtig gut. Und ich bin's natürlich, euer Mr. McColly. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Get That Cup Episode 3. Ja, es geht weiter mit Liga 5 und Lamela wandert in unser Team und wir gehen direkt ins Spiel. Und sehen relativ starken Gegner. Kroos, Müller, Gomez, Klose, Schürrle, Khedira, Bartstuber, Hövedes, Weidenfeller, Schmelzer und Schulz. Richtig gut. Hier kommt auch direkt am Anfang der Ecke rein. Und Klose köpft das Ding rein. Er macht das, wofür er bekannt ist. 1:0 durch Miroslav Klose. Dann nimmt sich aber Lamela, unser Neueinkauf, den Ball. Fasst sich ein Herz. Hier ein Scoop-Turn und finesst ihn dann am Torwart vorbei ins lange Eck. 1:1, 20. Minute. Lamela macht das, wofür er gekommen ist. Hier eine erneute Ecke unseres Gegners. Er verliert das Kopfballduell. Doch irgendwie bekomme ich den Ball nicht raus. Schürrle flankt das Ding dann nochmal rein. Gomez schießt und Klose ist da. Und er macht das 2:1 durch Miroslav Klose. Unglaublich, wir liegen schon wieder hinten. Doch erneut geben wir nicht auf. Lamela wieder mit dem Scoop-Turn und schießt. Und Weidenfeller hält das Ding. Schade. Dachte ich schon, es könnte das 2:2 sein. Green wieder auf Remo und Lamela schnappt sich den Ball, wieder ins Scoop-Turn, zieht ins lange Eck und diesmal lässt er sich das Ding nicht nehmen. 2:2, das sind richtig viele Tore hier bisher in der Episode und dabei sind wir doch erst in der ersten Halbzeit vom ersten Spiel. Zweite Halbzeit geht es weiter, Klose läuft hier alleine aufs Tor zu, zieht dann ab, kann nicht abgehalten werden. Kroos mit dem Kopfball, der geht glücklicherweise knapp über das Tor. Im Gegenzug Pinot auf Lamela und der ist schon wieder durch hier. Fake-Shot auf Pelissier, der Pass und Pelissier lässt sich das nicht nehmen. Es steht 2:3 mittlerweile für uns. Noch in der ersten Halbzeit Spiel gedreht und jetzt sollte es doch für uns mal hier ein bisschen besser laufen. Zweite Halbzeit, Pelissier verliert den Ball an Kroos und jetzt ist plötzlich Klose auf und davon. Klose läuft allein aufs Tor zu. Klose! Klose scheitert an Russo. Bianco kloppt das Ding einfach nur noch raus. Pinot hier auf Pelissier. Pelissier sucht wen sonst? Lamela wieder mit Pelissier. Doppelpass. Lamela ist wieder durch und zieht einfach ab. Macht das Ding hier eiskalt rein. 4:2 und wieder war es Lamela, der uns hier beglückt. Das ist, glaube ich, sein 4. Tor in dieser Episode. Unglaublich. 4 Tore von Lamela. Hier wieder Lamela auf den Außen. Scoop-Turn ist schon wieder durch. Finesst ihn. Leider wurde er abgeblockt. Pinot kommt nicht an den Ball. Dann ist es Eramo. Eramo flankt das Ding rein. Pinot steht sicher und verwandelt. 89. Minute. 5:2. Das werden wir uns wohl nicht mehr nehmen lassen. Nein, das Spiel ist aus. 5:2 gewinnen wir unser erstes Spiel in dieser Episode. Richtig cool. Klose hat früh 2-mal getroffen, aber das hat uns nicht von unserem Weg abgebracht und wir gewinnen das Spiel 5:2 und haben damit schon mal den Aufstieg sicher in Liga 5, aber es geht natürlich ins nächste Spiel. Wir wollen den Titel und treffen wieder auf ein relativ gutes Team mit Michu, Hernandez und Welbeck vorne drin. Lennon auf der rechten Seite, einen 3-4-1-2, sehr offensiv und mal gucken, ob wir das nutzen können. Hier schon in der 3. Minute ein Konter, Pelissier auf Lamela und Lamela scoop-turnt den Ball am Torwart vorbei. Schaut euch das an. Da war der Fancy-Pass zu Pinot, aber
Gallas übernimmt den Job für uns. 4 Minuten waren gespielt. Hier schön Fancy Pass und Gallas läuft mit dem Ball ins Tor. Dann hier Pelissier auf Lamela und Lamela wieder Scoop Turn. Lamela zieht in die Mitte, Finesse ins lange Eck und der passt ganz genau. Unglaublich, was dieser Junge für unser Team bringt. Lamela, ein richtiges Goldhändchen hatte ich da. Richtig geiler Spieler. Wirklich kann ich nur jedem empfehlen, mal mit Lamela zu zocken. Wieder ist Lamela durch. Er ist nicht der Allerschnellste, aber 82 Pace reichen aus. Hier einen schönen McGeady und dann haut er ihn ins lange Eck. Das ist ja schon gar nicht mehr lustig, was der hier macht mit unseren Gegnern. Er nimmt jeden einzelnen auseinander. Doppelpass Pinot und Pelissier. Pinot flankt den Ball dann rein und wer ist wieder da? Natürlich Lamela, 33. Minute. Das ist das 4:0. Unglaublich. Und jo, das dachte sich auch unser Gegner. Unglaublich, dass ich hier so verkacke und gehe lieber raus. Silberzeugs 10G. Keine Ahnung, schreibt mal in den Comments, für was dieses G steht. Ich bin auf der Xbox nicht ganz so erfahren. Aufgestiegen sind wir auch. Ganz klar, wir holen den Titel. Das ist richtig cool. Hier eine Niederlage, 4 Siege, Liga 5. Es kann ja nur noch besser werden. Und wir müssen ja auch hier schnellstmöglich in die erste Liga, damit wir uns auch fürs Turnier qualifizieren können. Und hier seht ihr meine beiden Signings, die ich danach nach dem Aufstieg gemacht habe. Denn natürlich brauchen wir in Liga 4 bessere Spieler. Und es gibt immer mehr Leute, die sich für unseren Verein interessieren. Hier ist es zum Beispiel Angelo Ogbonna, 80 Pace. Richtig viel Stärke, richtig starker Verteidiger auf jeden Fall. Und der OP-Torhüter schlechthin, Marchetti, joint unser Team. Marchetti geht natürlich ins Tor, wohin auch sonst. Und schaut euch doch mal an, wie unser Team jetzt aussieht. Es sind noch ein paar alte Bekannte drin, aber auch schon das ein oder andere neue Gesicht hier in unserem Team. Pelissier und Lamela vorne. Ogbonna und Marchetti machen das Ding hinten dicht. Jetzt können wir unseren Manager rausnehmen. Bringt ja eh nichts mehr. Und jo, so gehen wir auch ins Spiel. Ich glaube, Pinot ist relativ angeschlagen. Den tausche ich noch aus. Nichtsdestotrotz treffen wir hier in Liga 4 auf ein ziemlich starkes Team. 4-4-1-1 Premier League. Suarez und Remy. Nzogbia und Walcott. Also richtig schnell auch auf den Außen. Richtig gutes Team. Auf jeden Fall ist hier Jacobsen durch oder passt den Ball. Auf jeden Fall kommt Green dann dran. Pelissier. Und Pelissier sucht Doni Nelly. Doni Nelly ist durch. Legt auf Lamela und der mit seinem schwachen Fuß. Ist der Junge überhaupt zu stoppen? Lamela trifft hier, wie er will, in jedem Spiel. Das ist einfach unglaublich. Ja, hier können wir mit Remy einfach nicht mithalten mit seinem Tempo. Remy flankt das Ding rein. Wir gewinnen glücklicherweise den Kopfball. Walcott ist dann aber da, staubt ab und da ist das 1:1 nach 10 Minuten. Schade, dass es dann doch so schnell wieder 1:1 stand, aber das bringt uns nicht von unserem Weg ab. Wir machen natürlich weiter. Lamela ist hier wieder durch. Luis und Kabul sehen da alt aus. Scoop Turn. Er lässt sie einfach alle aussteigen und zieht dann ab und macht das 2:1. Gerade mal 17 Minuten gespielt. Wir sind wieder auf der Gewinnerstraße und natürlich bringt uns Lamela dorthin. Dann passiert noch nicht mehr viel in der ersten Halbzeit. Lamela hier wieder mit einer schönen Chance, eigentlich schönes Dribbling auf Pelissier. Der müsste eigentlich schießen, verkackt dann aber den First Touch. Holt sich den Ball glücklicherweise zurück, aber spielt einen Fehlpass. Nzogbia spielt ebenfalls einen Fehlpass auf Doni Nelly. Jetzt müsste es gleich in die Pause gehen. E Ramo sucht Pelissier. Pelissier auf Perticone. Perticone zurück auf Pelissier. Schönes Possession Play jetzt hier. E Ramo auf Lamela und jetzt geht's los. Lamela, er verliert den Ball. David Luiz verliert einen Green und so ging's die ganze Zeit. Doni Nelly sucht Lamela. Lamela steht da schon wieder vorne, verkackt den McGeady Spin und unser Gegner verkackt den Rest. Das war's. Er hat aufgegeben und wir gewinnen 2:1 dieses Spiel. Oder beziehungsweise 1:2, da wir mal auswärts angetreten. Warum man beim 2:1 Stand aufgibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr weiterhin dabei seid bei der Serie. Und wen wir uns holen oder wen auch nicht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann seid auch wieder dabei, wenn es wieder heißt. Hier ist er wieder, euer Mr. McCauley. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.